Hallo und willkommen zurück. Weiter geht's. Tja, wo habe ich auch das letzte Mal haben wir unseren ersten Meister besiegt und es geht weiter. Ja, da hoch. Ja, hier hoch, oder? Jo, da bin ich gekommen. Achso, ich weiß schon wie. Kopf abgehackt. Immer noch was für Sie. Gib's zu. Ara und ich haben viel erlebt. Auch wenn sie sich nicht erinnert. Ich werde es nie vergessen. Hier, wir sind ja auf dem Dach. Ah, toll. Tschüss. Ja, ich komme zu dir. Wow. Komm ich eben nicht zu dir. Tschüss, Kehle aufgeschlitzt. Du willst Krieger sein? Ja, warum nicht? Der Dolch, der zockt? Wie gelangte dir in seinen Besitz? Auf ein neues. Ich nahm ihn dem Visier. Dieser Verräter. Er tötete meinen Vater, versklavte mein Volk und nahm mich gefangen. Und all das nur, um eine Art Gott zu werden. Ich weiß nur zu gut, wozu er fähig ist. Aber ich werde ihn finden und ihn für das bestrafen, was er meinem Reich angetan hat. Ihr seid der Sohn Schahramans, der Prinz von Persien? Nö, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das bin. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Vielleicht sollten wir zusammengehen. Vielleicht. Vorausgesetzt, ihr haltet mit. Das wird ja zusehends einfacher. So ist sie eben. Aber ich weiß, dass sie ein wertvoller Verbündeter ist. Schön gesagt, das hast du schön gesagt. Nee, POP ist einfach nur cool. Da standen wir. Was? Ach, Mann. Wie ich es liebe. Hi. Kennst du mich? Ich bin der Prinz von Nebenan und hänge gerade so cool da. Habt ihr gesehen? Mit denen geht's einfach am Ohr. Was war das? Ah, sein Schwert. Ganz vergessen. Ich will ja nicht nur mit dem Dolch kämpfen, ne? Ich komme, meine Friends. Dreier-Kombo. So ruhig ohne Musik irgendwie. Ja, Zeitlupe gekommen. Ich schätze, wir sollten zusammen. Ja, seit. Schön, dass ihr es so seht. Wenn ich es nur nicht bedauere. So, und jetzt auf zum Visier. Wie hast du die Tür aufgekriegt?
Ich hab so einen Tick gekriegt. Das war cool. Sehr cool. Ich wundere, dass ich mal kann. Schön hier alles kaputt machen. Warum willst du nicht? Ah, da muss ich gar nicht. Das so. Ich kauf dich da. Ja, ich muss da hoch. So, dass es mir nicht auf die Nerven geht. Ja, jetzt mach ich noch das Falsche. Als der Dahaka besiegt war, begann der Prinz sein früheres Ich wiederzuerlangen. Die Verzweiflung, die ihn einst trieb, war von ihm abgefallen. Und so düster alles schien, plötzlich gab es Hoffnung. Hoffnung, dass das Land und der gemarterte Held Frieden finden würden. Aber die Schergen des Wesirs jagten ihn weiter und sie waren entschlossener denn je. Speicherbrunnen. Soll ich die Geschichte hier fortsetzen, wenn du nächstes Mal kommst? Ja. Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle. So, und ich auch, Leute. Ja, ein bisschen ein kurzerer Part, aber ich habe gesagt, nur bis 19 Uhr und wir haben jetzt 19 Uhr. Und dann sehen wir uns hier in alter Frische. Weil das Rätsel dauert sehr lange. Bis bald, euer DJ Dominus von GamesTV 18. Tschüss, Sikorski. Tschüss.